Gefrierfächer und Gefrierschränke müssen regelmäßig abgetaut werden. Hast du dich auch schon mal gefragt, warum überhaupt das Eis in diesen Gefrierfächern entsteht? Das erfährst du jetzt. Nach einigen Monaten Benutzung entsteht in den meisten Gefrierfächern so viel Eis, dass die Schubladen gar nicht mehr vernünftig auf- und zugehen. Doch woher kommt dieses Eis? Viele glauben, das kommt durch das Öffnen der Tür, dass Luftfeuchtigkeit hineinkommt und dann an den Wänden gefriert. Das ist auch richtig, aber es gibt noch eine andere Sache, die für viel mehr Eisbildung sorgt. Und zwar ist in einem Gefrierfach nicht immer die gleiche Temperatur, sondern wir haben gewisse Temperaturschwankungen. Das kennst du auch. So ein Kühlschrank bzw. Gefrierschrank schaltet sich immer mal wieder an und wieder aus. Das hört man oft am Motorgeräusch. Wenn der Kompressor, der Motor einschaltet, dann sinkt die Temperatur im Gefrierteil. Wird der Motor ausgeschaltet, steigt die Temperatur wieder langsam. Immer wenn der Motor eingeschaltet wird und die Temperatur sinkt, zieht sich die Luft im Inneren vom Gefrierteil zusammen. Und dann entsteht so eine Art Vakuum. Da die Türdichtung aber nicht 100% dicht ist, kommt Umgebungsluft in das Gefrierteil hinein. Und mit dieser Umgebungsluft auch Luftfeuchtigkeit. Und genau diese Luftfeuchtigkeit gefriert dann hier an den Rändern. Wenn der Motor dann ausgeschaltet wird, dann dehnt sich die Luft im Inneren des Gefrierfachs wieder aus und trockene Luft entweicht aus dem Gerät. Also die Luft im Gefrierschrank, die atmet sozusagen. Wir sehen, der Gefrierschrank kann gar nichts dafür, dass sich Eis im Inneren bildet. Entweder haben wir ein No-Frost-Gerät, wo die Abtauung automatisch stattfindet, oder wir müssen manuell das Gerät abtauen. Wie das am einfachsten funktioniert, das habe ich dir schon mal in diesem Video gezeigt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass uns gerne einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal. Dann bekommst du regelmäßig Tipps rund ums Thema Haushaltsgeräte. Bis zum nächsten Mal.